Die Regale sind voll, was fehlt, sind die Kunden. Im Caritasmarkt in Geimersheim warten hunderte Spielsachen, Möbel, Deko und Haushaltsartikel auf neue Besitzer. Wegen der Corona-Pandemie ist auch der Gebrauchtwarenmarkt aktuell geschlossen. Eine schwierige Situation, denn eigentlich kaufen vor allem Menschen mit geringem Einkommen dort ein. Nicht nur für die Kunden ist der Markt wichtig, sondern auch als Arbeitgeber. Der Caritasmarkt ist ein sozialer Beschäftigungsbetrieb mit einem Wertstoffhof. Also hier können die Ingolstädter Bürger im Wertstoffhof kostenlos entsorgen. Gleichzeitig kann jeder bei uns wiederverwertbare Sachen bringen. Wir machen das im Rahmen der Arbeitstherapie, sortieren wir die Waren und bereiten die für den Verkauf wieder vor. Das ist unsere Hauptaufgabe. Der Gebrauchtwarenmarkt funktioniert wie ein ständiger Flohmarkt. Die angelieferten Waren werden sortiert, aufbereitet und zum Verkauf angeboten. Viele Mitarbeiter sind aktuell in Kurzarbeit. Die Warenannahme im Wertstoffhof läuft auf Notbetrieb. Die Lager sind überfüllt und gerade wegen Corona ist die Not bei den Kunden groß. Deshalb hat der Markt nun reagiert. Also ich erlebe halt manchmal Anrufe, die sagen, Mensch, ich brauche einen Kinderwagen, weil ein Kind auf die Welt gekommen ist und ich kann mir keinen neuen leisten. Oder ich brauche einen Rollator, weil gerade der Großvater aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und die Krankenkasse das noch nicht abgerechnet hat. Und solche Situationen, aus dem Grund haben wir diesen Online-Shop gegründet. Seit einigen Wochen haben Alois Bortenhauser und sein Team den neuen Online-Shop auf die Beine gestellt. Unter caritas-markt.shop können Kunden sich die Ware bequem von zu Hause aus ansehen, reservieren und anschließend unter den bestehenden Hygienemaßnahmen abholen. Angeboten wird fast alles, von Kleidung über Spielwaren und Möbel bis hin zu Büchern. Der Online-Shop hat sich gut entwickelt. Am Anfang wurden überwiegend Kinderbücher gebraucht. Also man hat jetzt einfach gemerkt in dem Lockdown, dass die Kinder Beschäftigung brauchen, dass sie lernen wollen und lesen wollen. Also da war in der ersten Woche wirklich der Verkauf von Kinderbüchern angesagt. Gefolgt ist dann von Haushaltswaren und mittlerweile sind wir in der zweiten Woche jetzt, dass auch Möbel verkauft werden. Reserved and Collect heißt das System. Am Abholschalter beim nahegelegenen Kleider- und Büchermarkt werden die online reservierten Waren bereitgelegt. Kunden können die Gebrauchtwaren dort noch einmal prüfen, bevor sie sie bezahlen. Alfred Ferron kauft öfter im Caritasmarkt ein, jetzt auch online. Mein Beweggrund ist einfach das, Ressourcen zu schützen, dass nicht alles weggeschmissen wird. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft und ich habe jetzt einen Kaffeeservice für meine Oma geholt. Und ich finde es toll, dass man es online erledigen kann. Auch nach der Pandemie soll der Online-Shop weiter bestehen. Mit seinem neuen Service reagiert der Caritasmarkt in Geimersheim auf die Corona-Maßnahmen und schafft es, Menschen wie Alfred Ferron trotz der Krise weiter zu unterstützen.